Hallo, ich bin der Andreas von der La Cucina Kochschule in Hamburg. Ich habe euch heute ein schönes Rezept mitgebracht aus der Eltmarsch. Bauernfrühstück, richtiges deutsches Bauernfrühstück. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Rezept funktioniert, schaut auch einfach dieses Video an. Für unser Bauernfrühstück brauchen wir heute festkochende Kartoffeln, die ich vorher schon abgekocht habe, einen Tag vorher. Dann kann man die besser pellen. Dann brauchen wir ein bisschen Speck, Schalotte. Dann habe ich hier noch 3 Eier, Schinkenwürfel, 1-2 Gewürzgurken, ein bisschen Petersilie, zum Verquälen der Eier ein wenig Milch, zum Anbraten für die Kartoffeln Öl und zu guter Letzt Salz, Pfeffer. Das Bauernfrühstück, das habe ich von meiner Oma übernommen. Wir hatten früher mal einen ganz einfachen Landgasthof und da war das Bauernfrühstück immer der Renner. Wir werden heute einfach anfangen mit den festkochenden Kartoffeln zum Pellen. Wichtig ist, festkochende Kartoffeln und dass diese Kartoffeln einen Tag vorher schön abgekocht sind und schön ausgekühlt sind. Dann kann man die erstens besser pellen und zweitens können wir die richtig schön anbraten. Wie ihr seht, die Kartoffeln lassen sich sehr gut pellen. So, unsere Kartoffeln, die wir jetzt schön gepellt haben, schneiden wir einfach in circa etwas mehr wie 1/2 Zentimeter schöne Scheiben runter. Ich habe diese Kartoffeln jetzt auch nicht ganz gar gekocht, sondern so ein bisschen mit Biss, weil die Kartoffeln, die garen ja noch in dem Öl und die lassen sich dann auch schön in Scheiben schneiden. Ich habe jetzt hier eine Pfanne vorbereitet. Da machen wir schon mal das Rapsöl heiß. Wichtig ist jetzt, wenn wir die Bratkartoffeln reingeben, dass die Pfanne richtig schön heiß ist. Sonst setzt sie nämlich an. Währenddessen habe ich hier meine Schalotten. Die halbiere ich jetzt einfach. Und die machen wir später mit in die Bratkartoffeln rein. Würde ich jetzt zum Beispiel die Zwiebeln zu früh reinmachen, dann werden sie schwarz werden. Wir müssen den Punkt genau abwarten, wo jetzt die Bratkartoffeln eine bestimmte Farbe erreicht haben, dass sie kross sind und dann geben wir die Zwiebeln mit rein. Also die Pfanne ist jetzt richtig schön erhitzt. Wir nehmen eine Probe, wir legen einfach mal eine Kartoffelscheibe rein. Immer weg vom Körper. Sehr schön. Ganz vorsichtig. Und wie gesagt, immer weg vom Körper, dass wir keine Spritze abbekommen. So, Bratkartoffeln sind in der Pfanne. Jetzt müssen wir darauf achten, dass wir die Kartoffeln so wenig wie möglich wenden. Also zum Anfang muss richtig eine schöne Farbe von der ersten Unterseite und dann drehen wir erst die Kartoffeln ab. Das hat den Vorteil, die Kartoffeln gehen nicht kaputt. Währenddessen habe ich hier so ein bisschen Frühstücksspeck, 3 bis 4 Scheiben. Das schneiden wir einfach auch in Streifen, auch ein bisschen grob. Das kann ruhig alles so ein bisschen grober sein, auch für die Zwiebel oder Speck. Dann sieht man immer, was wir da noch mit reingemacht haben. Jetzt kümmern wir uns um die Eier. Eine kleine Schale, einen Schneebesen. Für die Menge jetzt an Bratkartoffeln müssten 3 Eier reichen. Ist eine gute Portion, was wir jetzt machen. Schlagen die Eier auf. So. Geben jetzt einfach ein bisschen Milch dazu. Das rundet die ganze Sache so ein bisschen ab. Und natürlich, wir machen hier schon mal nicht zu knapp Salz, Pfeffer. So, jetzt kontrollieren wir mal die Bratkartoffel.
Wir drehen die einfach mal schön um. Und sehr schön. Die erste Seite ist sehr knusprig. Jetzt lassen wir die zweite Seite schön anbraten, dass wir auch schöne Roststoffe bekommen und dass die Bratkartoffeln auch schön bleiben. Die drei Eier, wo ich jetzt die Milch, Salz, Pfeffer dazugegeben habe, das verquäle ich einfach das Ganze. Schlage ich schön auf. So, das haben wir auch am Start. Stellen wir wieder eine Seite mit hin. Die Bratkartoffeln haben jetzt eine richtig schöne Farbe angenommen und sind richtig schön kross. Dann habe ich ja hier unseren Frühstücksspeck. Geben wir zuerst mit dazu. Das ist ganz wichtig, dass wir die Reihenfolge einhalten. Schwinden wir einmal durch. Und wenn ihr das jetzt riechen könntet, was jetzt die Bratkartoffeln schön für ein Aroma haben, durch den Speck, das gibt das ganze Gericht nochmal so einen richtigen Pep, gibt das einmal noch. Unser Speck ist schön ausgelassen, denn unsere Zwiebeln geben wir auch dazu. Wenn wir jetzt die Zwiebeln zu früh dazugeben würden, dann hätten wir natürlich das Problem, dass sie schwarz werden. So. Dann habe ich hier mit Salz, müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil der Speck hat schon gut Geschmack gegeben. Lieber eine Messerspitze Pfeffer noch mit mehr mit dazu. So. Sehr schön. Die Zwiebeln sind jetzt auch glasig. Der Speck ist richtig schön ausgelassen. Die Kartoffeln sind schön angebraten, Salz, Pfeffer. Jetzt fehlt einfach, dass wir unser aufgeschlagenes Ei dazugeben. Gießen das einfach ganz. Teilen wir das genau in der Pfanne. Lassen wir das Ei jetzt einmal ganz kurz aufstocken. Und wenn das Ei aufgestockt ist, dann klappen wir das einmal um. So, das Ei hat gestockt. Dann geben wir einen Teil und von unseren Schinken oben drauf. Den anderen Teil nehmen wir als Garnitur mit. Dann habe ich hier so ein bisschen Petersilie. Das werden wir als Garnitur nehmen später. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das jetzt alles schön hinkriegen. Gehen wir eine Ecke rüber. Dann nehmen wir einen Teller, kippen das einmal rüber. Wir haben ja hier unsere Petersilie. Dann nehmen wir einen Teil. Das einmal grob durch. So. Und natürlich unsere Gewürzgurke nicht vergessen. Halbieren. Dann können wir so ein bisschen, schneiden wir das Ganze ein. Dann machen wir so kleine Fächer, machen wir mit drauf. So. Seht ihr? Nun, unser Bauernfrühstück ist fertig. Schön mit Petersilie, Gewürzgurken, alles ausgarniert. Und natürlich, jetzt haben wir vergessen, unseren restlichen Schinken noch einmal drüber zu streuen als Garnitur. Heute zum Probieren habe ich mir gedacht, ich lade mir mal die Silja ein. Silja, schau mal. Heute gibt es ein schönes Bauernfrühstück. Das sieht sehr lecker aus. Schöne, krosse Bratkartoffeln aus festkochenden Kartoffeln, was wir schön angebraten haben mit Bauchspeck, Zwiebeln, Salz, Pfeffer und als Garnitur haben wir so ein bisschen Gewürzgurke und ein bisschen Würfelschinken. Willst du das gerne mal probieren? Ich würde es sehr gerne probieren. Sehr cool. Das ist auch von mir oder aus der Gegend, wo ich herkomme, war das eine Spezialität aus der Eltmarsch. Die Eltmarsch ist immer zwischen Blekede und Laumburg. Ein ganz altes Rezept.
Und wie schmeckt dir das? Oh, super lecker. Ich muss erstmal kauen. Sehr, sehr lecker. Ob ich liebe ja solche Gerichte. Also mit Bratkartoffeln kriegst du mich sowieso. Hm. Das ist wirklich eins meiner Leibgerichte. Hm. Und hast es richtig wie Omi gemacht. Wie, ne? Wie nach Omis Art, cool, oder? Ja, also genauso kenne ich das. Keinen großen Schnickschnack, ne? Einfach nur leckeres Bauernfrühstück. Für mich perfekt, ob mittags, abends, also ich kann es immer essen. Und ich finde es dann auch immer schade, dass auch mal solche schönen kleinen Gerichte, dass sie auch mal verschwinden. Klein? Klein? Das ist dann schon ein Ossi, ne? Also mächtig ist das schon, aber ein kleines Gericht zu machen, ist das klein. Und natürlich würde ich mich auch freuen über weitere Kommentare oder Anregungen für meine nächsten Videos. Schreibt doch mal einfach eure Wünsche auf. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und folgt uns gerne auf Instagram, Facebook. Abonniert kostenfrei unseren Kanal und klingelt die Glocke, damit ihr keine unseren tollen Videos verpasst. Und ich, darf ich mir den Teller mitnehmen, Andreas? Das ist so lecker und ich habe Hunger. Für zwei Personen, oder? Okay, wir drei. Okay, zwei Personen. Sehr schön. Kannst du dann auch gerne mitnehmen. Perfekt. Bis nächstes Mal. Alles klar. Tschüss.